Wir machen zunächst 26/14, Sanierung der Stauffenbergallee West, Andienung des Hauptzollamtes Dresden. Einreicher ist hier die CDU-Fraktion. Herr Schmidt, bitte schön zur Einbringung. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Situation im Umfeld des Zollamtes auf der Stauffenbergallee ist seit Jahren ein leidvolles Thema. Kritik und Beschwerden kommen von den Anwohnern, aber auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Bürogebäuden in der Schützenhöhe. Stellvertretend genannt seien hier die Ärztekammer, die Zahnärztekammer, die Apotheker- und Ärztebank, um nur einige zu nennen. Sie alle leiden unter der Situation, die dort jede Woche, häufig, also mindestens am Anfang der Woche, zu erleben ist. Für alle, die es nicht wissen, wovon ich spreche, läuft im Hintergrund eine kleine Präsentation mit Fotos. Genau so sieht es jeden Montag, jeden Dienstag und häufig auch in anderen Wochentagen aus. Lkw-Fahrer, die ihre, ich sage es mal ganz lapidar, ihren Papierkram beim Zollamt erledigen wollen bzw. müssen, stehen, da direkt am Zollamt nur eine Handvoll Stellplätze vorgehalten wird, in den Zufahrtsstraßen entlang der Stauffenbergallee, häufig in Doppelreihe, manchmal sogar zu dritt nebeneinander. Ganz egal, ob sie damit den Verkehrsfluss behindert oder nicht. Problem hierbei, die Straße zum Reiterberg ist die einzige Zufahrtsstraße in das Gebiet. Durch die wartenden Lkw ist die Zu- und Ausfahrt oft mehrere Stunden blockiert. Rettungsdienste könnten im Ernstfall nicht an ihren Einsatzort gelangen, Mitarbeiter kommen nicht zu ihren Arbeitsplätzen und das betrifft natürlich auch die Anwohner, die aus dem Gebiet heraus zu ihren Arbeitsplätzen wollen, wenn sie mit dem Pkw fahren müssen. Mit unserem Antrag, der mittlerweile 1,5 Jahre alt ist und bei der Behandlung im federführenden Bauausschuss schon Jahrestag feiern durfte, fordern wir die Verwaltung auf, die Situation rund um das Zollamt stärker in den Blick zu nehmen und zu handeln. Dazu gehört, dass man sich gemeinsam mit dem Zollamt zunächst mal einen Überblick darüber verschafft, wie viele Lkw dort in den Spitzenstunden abgefertigt werden und somit auch entsprechend warten. Nur so kann man doch beurteilen, ob der vorhandene Verkehrsraum überhaupt ausreicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Zahlen deutlich machen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Denn die Wartezeiten sind lang. Die Fahrer haben in dieser Zeit auch einmal dringende menschliche Bedürfnisse zu erledigen und Anwohnerbeschwerden lassen erahnen, wo diese erledigt werden. Das kann und darf die Stadt nicht dulden. Die Straßenverkehrsordnung sowie Ordnung und Sicherheit im Umfeld des Zollamtes müssen dringend verstärkt durchgesetzt werden. Inzwischen wissen wir zwar anhand einer Verwaltungsstellungnahme zu diesem Antrag, dass in den vergangenen Monaten wohl verstärkt kontrolliert wurde, doch offenbar reicht das nicht. Ja, der gemeindliche Vollzugsdienst kann nicht überall gleichzeitig sein. Auch deshalb soll er mit dem getroffenen Haushaltsbeschluss des letzten Jahres personell gestärkt werden. Wir haben bereits über die interimsmäßige Instandsetzung der Stauffenbergallee hier im Stadtrat entschieden. Das ist eine richtige und wichtige Sofortmaßnahme. Aber langfristig braucht es eine grundhafte Sanierung der Stauffenbergallee. Dafür werden die Planungen derzeit erarbeitet. Ein Planfeststellungsverfahren wird noch folgen. In den Planungen muss der Andienung des Zollamtes Dresden eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, sofern es an diesem Standort bleibt. Wenn man weiß, wie hoch die Anzahl der wartenden Lkw in Spitzenzeiten ist, kann man darauf in den Planungen auch entsprechend reagieren. Auch das ist Gegenstand unseres Antrags. Während dieser Antrag bereits im Geschäftsgang war, hat die Verwaltung eine Vorlage eingebracht für den Bebauungsplan zum Neubau des Zollhofs in Übigau. Für uns ist das keine Lösung für das Problem. Es wäre lediglich eine Problemverlagerung. Ich sage es ganz deutlich, der optimale Standort für einen Zollhof ist aus meiner Sicht direkt an der Autobahn. Sobald die Lkw für die Erledigung von Zollformalitäten von der Autobahn abfahren müssen, holen wir uns die damit verbundenen Probleme in die Stadt. Wir lehnen eine solche reine Problemverlagerung nach Übigau ab. Der Antrag hat in den beratenden Gremien deutliche Zustimmung erfahren. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hat, das kommt gerade beim CDU-Antrag dort nicht so oft vor, einstimmig zugestimmt. Ich freue mich, wenn wir das heute auch mit einer breiten Zustimmung hier im Rat ebenfalls zustande bekommen. Vielen Dank. Zu mir ist lediglich eine Wortmeldung signalisiert. Herr Wirtz verzichtet. Gibt es weitere? Herr Engel, bitte.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, grundsätzlich ist dieser CDU-Antrag natürlich sehr sinnvoll. Ich hätte tatsächlich aber vor allem in Richtung der Stadtverwaltung nochmal die Rückfrage. Also es betrifft ja jetzt, also der Antrag benennt ja vor allem auch straßenverkehrsrechtliche Kontrollen, die notwendig seien, also dass sicherlich auch das Ordnungsamt, der gemeindliche Vollzugsdienst dort dann unterwegs sein sollen. Wie sind die Prüfaktivitäten in dem Bereich jetzt insgesamt? Wie beurteilt die Verwaltung die Situation da aktuell? Wir wissen ja, der Antrag hat jetzt hier schon ein paar, ich sag mal so Monatsringe, und da würde mich jetzt schon mal interessieren, wie die Verwaltung das gerade bewertet, ob die Situation sich bessert, ob sie sich verschlimmert und wie auch vielleicht die Beschwerdesituation aus dem Umfeld ist. Jetzt kommen doch noch mal alle hier und werden wach und wollen reden. Insofern arbeite ich mal ab, wie es eingegangen ist. Herr Dr. Schulte-Wissermann, dann Herr Laczynski und dann Herr Blödner. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Es ist spät, ich möchte kurz auf einen Aspekt hinweisen. Die Punkte 1 bis 3, die sich mit der Stauffenbergallee befassen, die sind ja unschädlich. Das Tofu oder der Pfeffer oder das, was potenziell gefährlich ist und worüber auch, ich bitte, dass Herr Hilbert da auch drüber nachdenkt, sollte dieser Antrag beschlossen werden, ist, es soll ja ein anderer Standpunkt als da in Übigau an der Autobahn gefunden werden. Der Standort da an der Autobahn neben dem Elbepark ist eigentlich komplett unschädlich. Wir reden über 200, 300 Lkw am Tag. Es ist eine Autobahnausfahrt, es ist ein Gewerbegebiet, es ist eine riesige Fläche. Die Lkw dürfen sowieso nicht in die Wohngebiete reinfahren, weil da sind Lkw-Einfahrt verboten, Umweltzone. Das heißt, das Einzige, was die CDU will, ist den Zollhof weg von dieser Stelle haben. Und es gab auch schon mal eine Untersuchung auf Dresdner Gebiet, und auf Dresdner Gebiet ist halt nichts gefunden worden. Und jetzt sagt der Punkt 4, man soll zusammen mit Bund und Land einen alternativen Standort suchen. Das heißt, dass eventuell der Zollhof außerhalb der Dresdner Stadtgrenzen und eventuell sogar weiter weg sein könnte. Und es ist für Unternehmen, Betriebe, die einen Zollhof brauchen, nicht gerade einfach, wenn sich der Zollhof dann in Hoyerswerda befindet, weil da kommt man nun mal nicht so einfach hin wie bis zum Elbepark. Das heißt, denken Sie darüber nach, die Dissidentenfraktion, sollte sie denn mir folgen, ich bin ja noch 3 Tage Vorsitzender, wird Punkt 1 bis 3 zustimmen und 4 ablehnen. Dankeschön. Herr Laczynski, das hieß dann auch punktweise Abstimmung, also 1 bis 3 und 4 separat, oder? Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer, ich würde es kurz machen. Wir werden diesen Antrag heute hier ablehnen. Es wurde ja bereits gesagt, dieser Antrag ist unschädlich. Der ist auch insofern unschädlich, da alle Dinge, die da drin stehen, ohnehin bereits getan werden, auch schon gemacht werden. Man braucht diesen Antrag nicht. Die Stadt ist in Prüfung, auch zu alternativen Standorten gegenüber in Üppigau. Wie gesagt, wir reden da über einen Standort in Hellerau-Klotzsche, an der Autobahnmeisterei, der jetzt auch vertieft untersucht werden soll. Ich denke, da wird Herr Kühn gleich noch was dazu sagen. Und insofern braucht es diesen Antrag nicht, daher heute unsere Ablehnung. Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, manchmal hat man bei diesen Bauausschussdiskussionen die Frage, vielleicht sollte man manchmal über den Tellerrand noch ein bisschen hinausschauen. Ich weiß, es ist jetzt nicht unbedingt Aufgabe der Stadtverwaltung oder direkter Zuständigkeitsbereich, aber vielleicht sollte man auch mal die Arbeitsweise des Zollamts überprüfen und vielleicht mal darauf hinwirken, dass dort effizienter und besser gearbeitet wird. Warum sind denn da so viele LKWs? Weil dort alles zu lange dauert. Wer da jemals an diesem Zollamt war und was erledigen musste, da stellt sich dann auch schon die Frage, warum sind da solche Probleme? Wie kann man das vielleicht verbessern? Vielleicht wäre das noch ein Ansatz, darauf hinzuwirken, dass dort einfach alles besser funktioniert. Dann haben wir vielleicht auch weniger LKWs, die da irgendwo rumstehen, und weniger Probleme hinten raus, um die wir uns kümmern müssten. Das wäre vielleicht der beste Ansatzpunkt. So, damit werden erstmal die Redner alle absolviert. Jetzt Herr Kühn noch auf die Fragen, die gestellt wurden. Also die Beschwerdesituation ist weiterhin so, dass sowohl von den Anwohnerinnen und Anwohnern als auch von den schon bereits genannten Institutionen immer wieder Beschwerden kommen. Der gemeindliche Vollzugsdienst ist im Rahmen seiner Möglichkeiten dort auch bemüht, tätig zu werden. Die Situation wird aber nur durch eine Verlagerung nachhaltig gelöst werden können.
Es wird auch nächstes Jahr 2024 anspruchsvoll, weil wir dort die Stauffenbergallee bekanntlich sanieren wollen. Wir hatten Überlegungen, ob wir mit dem Zoll sozusagen eine Art, ich sag mal, digitales Buchungssystem einführen können. Das heißt, es gibt nicht in dem konfliktbehafteten Bereich einen Auffangparkplatz und sozusagen auf dem elektronischen Weg wird dann sozusagen, werden die Fahrzeuge dann, wenn sie Anführungszeichen dran sind, zum Zollhof geleitet. Das ist leider nicht möglich. Und insofern gibt es hier tatsächlich ein Digitalisierungsdefizit. Das Zollamt ist im Übrigen dem Bundesministerium der Finanzen unterstellt. So, damit sind wir durch die Debatte durch. Einreicher noch wünschen? Nein. So, dann können wir zur Abstimmung schreiten. Da ist beantragt worden, die Punkte 1 bis 3 zusammen und den Punkt 4 separat abzustimmen. Wer für die Punkte 1 bis 3 ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »42 Ja, 15 Nein, 3 Enthaltungen. Damit so angenommen. Jetzt kommen wir noch zum Punkt 4. Wer für den ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. »29 Ja, 27 Nein, 4 Enthaltungen. Knapp, aber Mehrheit ist Mehrheit. Also auch der Punkt 4 ist beschlossen.«